Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story, Cyber Slurf, Hackers Memory. So, wir werden jetzt Monokomon helfen. Es hat irgendetwas verloren, irgendwie, sowas in der Art. Was tue ich hier gerade? ATL, Eden, wir wollen nach Eden, genau. Eden. So, wir sollen ins Zaxxon-Forum. Wo war denn das nochmal? Was hier hinten irgendwo? Da, Zaxxon-Forum. Ich glaube, das ist keine große Sache. Wir müssen, glaube ich, wie gesagt, nicht mal kämpfen. Hi. Ha, du bist der Hacker, von dem alle reden. Du wirst diesen wertvollen Gegenstand finden, den ich verloren habe. Heute ist mein Glückstag. Wenn mein Gedächtnis mich nicht im Stich lässt, ist es hier im Zaxxon-Forum. Viel Glück bei der Suche. Wo ist es? Ach da. Eigentum von jemandem gefunden. Das ist ja super easy peasy lemon squeezy. Eigentum von jemandem abgegeben. Ich werde dir auf jeden Fall eine Belohnung schicken. Das nächste Mal, wenn ich Hilfe brauche, rufe ich dich wieder. Haha. Okay. Cool, das war jetzt super krass. Ja, okay. Das war jetzt wirklich easy peasy lemon squeezy. Ich dachte irgendwie, weiß nicht, dass wir irgendwie mehr machen müssen. Egal. Gucken wir mal ganz kurz in die ATL. So, ja. Ja, jetzt nicht so krass. Schade. So, dann gehen wir mal ins Digi Lab und reden mal mit Murray. Hat ja da angeblich eine neue Aufgabe für uns. Derweil tue ich mal ganz kurz hier ein bisschen rummodeln. Das ist jetzt in meine Teamliste, ne? Ich habe relativ viele Champion-Level-Digimon hier. Gargumon, was ist denn das jetzt hier? Das ist irgendwie noch zu Rapidmon. Ist das Rapidmon? Kampf. 50% erforderlich. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen mit Gargumon kämpfen. Das wäre eine Naisu-Daisu-Idee. Gut, dann Gargumon nach vorn. Super-duper-Kämpfer-Porn. Das hier ist bestimmt jetzt Garudamon, oder? Ja. Sehr schön. Garudamon können wir eigentlich auch erstmal behalten. Craymon. Ich bin gerade. Craymon kann eigentlich auch mal wieder digitieren. Was ist denn das? Metall-Craymon, oder? Und noch viel wichtiger ist die Frage, was ist denn das? Was bist du denn? Sky-Craymon, natürlich. Ich will kein Sky-Craymon. Etwa wieder Craymon. Dankeschön. Okay. Guck ich mal ganz kurz. Gatomon? Kann Gatomon schon wieder zu Angewürmern? Nee. Ich verstehe es trotzdem erstmal. Hier Wingtramon. Komm, wir machen erstmal Wingtramon und Lilimon weg. Jetzt fange ich wieder damit an, hier mit rumdoktoren und rum hin und her schieben und so. Es tut mir so leid. Ich weiß gerade gar nicht. Was will ich? Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Habt ihr alle? Eigentlich müsste ich auch Lilimon wieder mal zurückdigitieren lassen. Sorry! Digibank. Nee, Digigruppe Lilimon. Was ist denn das? Ja, dann gehen wir zurück zu Togemon. So, okay. Craymon, Garudamon, Zuckermon. Gargumon muss auf jeden Fall kämpfen. Wir gucken gleich mal. Sorry, Leute, ich hab's gleich. Verwalten. Dann nehmen wir mal Garudamon raus. Oh Gott, jetzt habe ich hier nur sehr rum, Digimon. Das ist natürlich auch nicht so gut. Egal, wir lassen das jetzt einfach mal so. Okay. So, Mirai, was gibt's denn Neues? Hey, eine schwarze Katze. Ich sollte sie mal streicheln. Sie ist wohl schlecht gelaunt. Ich bleibe lieber auf Abstand. Eigentlich wollte ich lieber mit Murray reden. So. Huch, so ein trauriges Gesicht. Hast du dich verlaufen? Ich glaube schon. Im K-Café in Nakano murmelt eine Kundin vor sich hin. Der Ruf des Cafés könnte leiden, wenn du nichts unternimmst. Vielleicht solltest du deine Hilfe anbieten.
ein Beat, ne? Komm ruhig wieder, wenn du dich verläufst. Okay. Ultimate Hinweis, wir sollen ins Café, weil da jemand vor sich hin murmelt. Und jetzt kommt natürlich die ultimative Endfrage. Wo war nochmal das Café? In welchem Stadtteil? Aha, ja. Nein. Hätte das sein können. Boah. Wo hat denn nochmal das Kaufhaus? Ach du Kacke. Wir gehen jetzt mal zur Karte. Shibuya? Shinjuku? Nakano Broadway. Nehmen wir den mal. So, das Café war, wenn ich mich nicht irre, ganz oben, ne? Hier war doch auch noch irgendwo. War hier der Aufzug? Ne, das ist ja hier das Büro. Ach, hier ist der Aufzug. Ganz nach oben. Boah, ich bin gerade begeistert, wie schnell ich dahin finde. Das ist unglaublich. So. Das war doch. War das K-Café nicht hier irgendwo? Hier, hier. Ah, Masao, hallo. Es ist so, ich habe da was auf dem Herzen. Ich komme nicht allein damit zurecht. Es ist ein ziemlich kniffliges Problem. Kann man bei Hoodie einen Fall einer bestimmten Person... Ja, einen Fall einer bestimmten Person geben? Ich möchte wirklich gerne, dass du mir hilfst. Prima, ich schicke dir den Fall. Bitte sieh ihn dir an, wenn du Zeit hast. War das jetzt die murmelnde Person? Okay, ist jetzt sonst nichts Besonderes. Ich glaube, ich muss einfach nur hierher und den Fall abholen. Sehr toll. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Wo wir herkommen. Ja, so. Und jetzt hier entlang. Boah, in Japan ist einfach irgendwie alles viel geiler. Boah, ich freue mich schon, wenn ich in Japan bin. Im Mai. In der Golden Week bin ich sogar da. Puh, bin ich sehr gespannt. So, okay. Dann schauen wir gleich mal, was es für ein Auftrag sein wird. Ja. Hoodie. So. Den PC benutzen. Okay, ATL. Neue Fälle hinzugefügt, ein Leimer, deine Freundin für einen Tag. Was? Ich soll für eine Freundin Orte prüfen. Dazu brauche ich deine Hilfe. Was? Warte mal, was? Was? Bitte was? Das ist ein Fall von You. Bestimmt der, den er im K-Café erwähnt hat. Was meint er mit Überprüfung? Und eine Freundin leihen? Was? Als ich ihn kontaktiert habe, hat er gesagt, er sei im Tokyo Handy. Dort fange ich an. Hättest du in der Schule echt einen Unfall beim Drachenfliegen? So random Fragen. So, okay. Gut. Warte mal, wo soll ich nochmal hin? Ich hab schon vergessen, wo ich hin soll. Verdammt. Ich war jetzt gerade so im Kopf nur mit Drachenfliegen beschäftigt. Wo soll ich nochmal hin? Sorry. Verdammte Axt! Kann ich das nochmal nachlesen? Wechseln? Okay, zurück. Ich mach mal ja. Ich nehme nochmal an. Ich habe gerade wirklich vergessen, wo ich nochmal hin soll. Sorry! So, ATR. Kommt nochmal eine Meldung dann? Nein, wo soll ich denn hin?
Vielleicht weiß Mireille was. Sorry, ich hab's gerade gelesen und hab's ja wieder vergessen. Ich bin zu dumm und ich weiß auch nicht genau, wo ich nachgucken kann. Ich rede mal mit Mireille. Vielleicht kann sie mir helfen. Ich bin so ein... Ich hab eine Nachricht noch rein. Gibt es Menschenessen, das aussieht wie Wolken? Menschenessen und Wolken. Mireille, was soll ich nochmal machen? Oh, ich glaube schon. Schickst du Begnadete, nicht die, die da rumsitzen. Löse weitere Fälle und vertiefe deine... Wo muss ich denn nochmal hin? Verdammt! Oh, Schande. Oh Gott. Da, oh Gott. Habe ich ein Glück, ich bin einfach mal irgendwo lang gegangen. Hi. Hallo, danke, dass du meinen Fall übernimmst. Ah, wegen des Falls. Offen gesagt, möchte ich, dass du mit mir ein paar gute Orte für ein Date besuchst. Was? Ja, ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam. Verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts Übles im Sinn. Ein Freund hat mich gebeten, Orte für sein Date für ihn zu überprüfen, die er mit seiner Freundin besuchen kann. Erst habe ich ihm abgesagt, weil mir die Sache peinlich war, aber er hat darauf bestanden. Also bitte, ach, wenn auch nur, um meinem Freund zu helfen. Bitte komm mit mir. Oh, bist du sicher, dass ich die richtige Wahl bin? Wäre es nicht besser, ein Mädchen zu fragen? Ein Mädchen? Wovon redest du? Ich kann doch kein Mädchen einladen. Ich kenne ja nicht mal welche. Also, kommst du mit mir? Ja, okay. Danke, ich wusste doch, auf dich ist Verlass. Also, gehen wir zum ersten Ort, ins Aquarium. Was die mit ihrem Aquarium hier haben. Okay, cool. Ins Aquarium, wo auch immer das ist. Items. Was ist gerade hier los, ey? Ermittlungsbefehl, Taktiker-USB. Sehr gut. Dann gehe ich nochmal ganz kurz. Was ist denn hier ein Café? Ein Aquarium. Sekunde, ich muss mich nochmal ganz kurz einloggen. Because of reasons. Es ist mir eine Ehre, ein wichtiges Anliegen, genug Taktiker-USB zusammenzusammeln. So, wie viel habe ich denn bekommen? 2! Geil. Perfekt. So, Befehl. Entwickeln. 1000 Yen nochmal. So, sehr schön. Sorry, Leute, das musste kurz sein. So, jetzt suchen wir das Aquarium. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich habe echt keine Ahnung. Wir verlassen einfach mal jetzt hier das Gebiet. Ich möchte eigentlich... Danke. So. Mixen denn das? Mixen. So. Kipukuro. Wo ist denn das Aquarium? Ich habe keine Ahnung, wo ein Aquarium ist. Also. Kann ich hier Hauptstraße? Ich gehe nochmal dahin. Mit Hauptstraßenkreuzung, Internetcafé. Aquarium! Achso, das. Okay. Gut, alles klar. Dafür gibt es die Karte hier. Okay, Aquarium. Wir starten schon direkt davor. Wusste ich nicht. Sorry, mein Fehler. Lol. Hier? Ah. Oh, Sino, ein Schwarm kleiner Fische schwimmt in unsere Richtung. Oh, tut mir leid, ich war ewig nicht mal im Aquarium. Ich bin richtig aufgeregt. Ich muss diesen Ort überprüfen. Fangen wir an. Kannst du die Freundin spielen? Ich werde der Freund sein. Was? Wenn wir nicht für Stimmung sorgen, wie sollen wir dann überprüfen, ob sich dieser Ort für ein Date eignet oder nicht? Ich wäre nicht sehr gut darin, das Mädchen zu spielen. Das übernimmst du. Wobei er femininer ist als wir. Das ist ein Fall. Da wird mir keine Wahl bleiben. Ich will aber der Junge sein. Okay, legen wir los. Das ist die richtige Einstellung. Du wirst das prima machen. Okay, die Rollen wären verteilt. Dann mal los.
Du wolltest doch hierher kommen, nicht wahr? Wow! Das hast du dir gemerkt, wie süß. Natürlich, sowas würde ich doch nie vergessen. Oh, Sino, ein Clownfisch, ist er nicht süß? Aber nicht so süß wie du. Wirklich? Das ist echt weird. Oh, da drüben läuft eine Pinguinshow. Gehen wir. Wie lange müssen wir das noch machen? Im Aquarium darf man nicht rennen, Yu. Wow, das hat Spaß gemacht. Und du bist ein Naturtalent. Ich hatte fast vergessen, dass du kein Mädchen bist. Echt jetzt? Jetzt gehen wir in einen Vergnügungspark und fahren mit dem Riesenrad. Der nächste Vergnügungspark ist... Ach ja, das Riesenrad dort wird gerade repariert. Bis zum nächsten bräuchten wir eine halbe Stunde. Was sollen wir tun? Was? In der Nähe gibt es einen geeigneten Ort? Nichts wie hin. Aber es muss dort ein Riesenrad geben. Eine halbe Stunde ist doch nicht lang. Ich bringe ihn nach Ebene 1 in Unterkowloon. Ach so, war da auch so ein bisschen... ja, ich weiß schon, was er meint. Okay, gut. Das ist auch so ein bisschen Vergnügungspark-mäßig. Jedenfalls sind da ein paar Stofftiere. Ein Riesenrad habe ich aber bisher, glaube ich, nicht gesehen. Mir ist jedenfalls noch nie eins aufgefallen. Okay. Hier benutzen? Ja. So. Okay. Eden einloggen. Unterkulun. Ebene 1. Sehr gut. Hoffentlich gefällt es ihm. Naja, wir werden es schon sehen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Yume, let's play. Mein Hund guckt mir schon ganz aufgeregt an. Ja, Digimon Story Hackers Memory. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.